Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Foundation. Es schifft immer noch, oh Mann. Also so langsam drückt mir dieses Wetter doch ein bisschen auf die Gemütslage. Das mag man doch echt nicht. Also ernsthaft, schön ist was anderes. So, wir haben jetzt hier noch einen weiteren neuen Dorfbewohner, den wir hier reinstecken können, was ich sehr gut finde. So, du hast noch nichts zu futtern. Wo wohnst du eigentlich? Wo ist denn dein Zuhause? Oh, shit. Okay. Der arbeitet hier unten? Alter Schwede. Ich glaube mal, dich machen wir lieber wieder arbeitslos. Das geht ja gar nicht. Himmelhilf. Können wir für dich keinen Job finden, der ein bisschen näher bei dir zu Hause ist? Meine Herren. Okay, warte mal. Das hier wäre doch ein toller Job. Oh, die arbeiten irgendwie alle so weit weg von zu Hause. Also ich finde das irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber gut. Ist alles nicht so leicht irgendwie. Also die Leute dann so richtig zu verteilen, das ist schon, schon eine etwas größere Königsdisziplin. Das wäre was, was ich mir wirklich wünschen würde, wenn man das irgendwie so machen könnte, dass man die Bürger besser verteilen kann. Also dass man ihnen zum Beispiel sagt, okay, ich weise dir jetzt ein neues Zuhause zu. Das gibt es ja bei einigen Wirtschaftssimulationen, dass du es tatsächlich machen kannst, dass du sagst, okay, hier, na, ich möchte lieber, dass du an Ort X arbeitest, anstatt von Ort Y. Naja, mal gucken. Hier wird immerhin ausgebaut. Wir machen hier gleich mal ein bisschen Platz. Zeit seit dem letzten Steuereinzug. 114 Tage, okay. Oh, jetzt gucken wir doch mal, ob hier ordentlich auch Steuern kassiert wird. Ein Tag, okay. Also offensichtlich, das hier funktioniert. Die Leute müssen ordentlich blechen. Mal gucken. Zwei Tage, okay. Also mein Steuernetzwerk funktioniert offensichtlich. Vier Tage. Wie sieht's hier aus? 213 Tage. Obwohl die Steuerbehörde hier direkt an der Ecke ist. Wow. What the fuck? Junge, was machst denn du hier für eine Arbeit? Offensichtlich keine gute. Dafür habe ich dich doch hier. Steuerbehörde. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Steuer. Einen Namen, Eintreiber, whatever. Vielleicht muss ich hier oben dann auch mal so ein Ding hinsetzen oder so. Oder die Steuerbehördentypen von hier unten sind einfach motivierter. Ich weiß es nicht. Wie lange hat das... Leck. Okay. Ja, Leute, ich glaube, wir bauen ein paar mehr Steuerbüros. Das geht ja gar nicht. Ich brauche doch Geld, liebe Leute. Ich brauche doch Geld. Unter anderem, um uns so einen Prachtbau wie das hier leisten zu können. Hier läuft jetzt noch nicht so viel. Aber hier soll dann irgendwann mal unser neuestes Herrenhaus entstehen. Wo natürlich dann auch so eine schicke Steuerbehörde drin sein wird, damit die Leute ordentlich Kohle abdrücken müssen. So, und hier fehlt uns noch ein Baumeister. Okay. Okay, okay, ich sehe schon. Es wird nicht verkehrt sein, wenn wir hier eine Steuerbehörde hinsetzen. Die Frage ist allerdings, was machen wir sonst noch? Können wir hier noch jemanden hinsetzen? Nein, können wir gerade nicht. Das ist nicht so schön. Hm, aber das macht nichts. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Beeren haben wir hier gerade keine, die wir verkauft kriegen. Aber Fische kriegen wir hier verkauft. Das heißt, die Leute müssen nicht darben. Das ist natürlich das Wichtigste, dass sie hier nicht hungern. Und jetzt haben wir hier einen Megaplatz. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich diesen Weinberg nicht hier oben hin verlege und hier unten dann wieder Felder hinsetze oder so. Hm. Alles nicht so leicht, die Entscheidung. Aber jetzt bauen wir erstmal hier so ein bisschen weiter, dass das hier schicker wird. So, wo schleppst denn du den ganzen Kram hin? Ah ja, hier, zum Arbeiten. Sehr gut. So gehört sich das. Immer schön werkeln. Wer bist denn du eigentlich? Richard. Okay, Richard hat ziemlich viel Hunger, wie es aussieht. Oh Mann, jetzt will schon wieder irgendjemand was. Oh Mann. Nein, wir haben kein Essen. Nö, Beeren kriegt ja schon mal gar nicht, Leute. Also, die Nummer läuft nicht. Ich muss meine Leute hier selber irgendwie versorgen. Immer kommen diese ganzen Schnorrer vorbei und wollen irgendwas. Echt jetzt. Geht gar nicht. So, haben wir hier eigentlich noch irgendjemanden, den wir zuweisen können? Nein, leider nicht. Okay.
Hier wohnen zwei drin. Hier wohnen vier. Oh, hier wohnen vier Leute. Okay. Und hier sind auch zwei. Das ist auch nicht verkehrt. Vielleicht können wir hier so langsam mal ein bisschen schöner machen. Weil unser Markt hier ist jetzt auch nicht so super sexy irgendwie. Gucken wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas Nettes hinsetzen können. Der Beerenverkäufer. Rot. Aber das mit den Beeren funktioniert zumindest schon mal. Das ist ja schon mal was. So, rotes Zelt. Ich glaube, den machen wir hier hin. Und ein blaues Zelt direkt nebendran. Und hier nochmal ein blaues Zelt, weil die blauen Zelte finde ich eigentlich ganz hübsch. Und noch so ein grünes Zelt. Dann wird das hier ein bisschen schicker. Und wir werden jetzt hier noch eine Hecke außenrum basteln. Tavernenwand, nee, Hecke. Wir machen hier eine Hecke rum. Weil zum einen Gunnar, der hier zuguckt, mag Hecken. Und ich finde Hecken eigentlich auch ganz hübsch. Und man kann damit eben auch die Bewegungsrichtung der Bewohner ganz, ganz gut steuern mit. So, ihr dürft hier gerne außen rumlaufen. Habe ich kein Thema mit. So, warte mal. Okay, so passt das hier auch wieder. Sieht auch ein bisschen hübscher aus. Dann müssen wir hier noch einen Zierbaum hinsetzen. Und hier auch. Und, ja, vielleicht auch in die Ecke hier. Und schon haben wir einen schöneren Markt. Ich bin ja sehr dafür, solche Viertel auch ein bisschen aufzuhübschen, sobald man es kann. Und Märkte, bei denen dann die Stände tatsächlich auch so ein bisschen schicker ausschauen, sind jetzt nicht verkehrt. Brauchen wir hier noch einen Arbeiter? Ja, brauchen wir. So. Was haben wir hier? Hier könnten wir eigentlich auch noch einen reinsetzen. Hier brauchen wir keinen weiteren. Böttcher haben wir genug. Oh, hier könnten wir tatsächlich auch noch einen hinpacken. Okay. Wahnsinn. Jetzt sind hier aber auch ein paar mehr Leute glücklich, hoffe ich. Das wäre natürlich sehr schön. Und hier wird auch gleich ausgebaut. Cool. Ja, man muss hier einfach mal die ganzen Arbeitsplätze ranbringen. Dann sind die Leute auch glücklich. Dort, wo Arbeitsplätze sind, wird auch ausgebaut. Das merkt man schon. So, inzwischen muss ich echt scrollen von einem Dörfchen-Eck zum anderen. Hier wird ganz ordentlich geackert. Okay, wir haben jetzt zumindest schon einen Eingang. Und hier drüben kommt der zweite. Ich finde das irgendwie cool. Oh, schau, das schlechte Wetter ist vorüber. Was für eine Erleichterung. Endlich schifft's nicht mehr. Okay, und prompt ist es wieder super schön. Oh Mann. Jetzt können wir uns auch endlich mal an unserem Weinberg erfreuen. Und an den ganzen Mönchen, die hier ackern. So, wo wurde denn gebaut? Okay, hier wurde gebaut. Schick. Ja, doch, es wird. Es wird so langsam, unsere Zusatzsiedlung hier. Das darf auch gern weiterhin so bleiben. Habe ich nichts dagegen. Und unsere kleine Kirche wird hier ordentlich besucht. Naja, nicht so wirklich, aber immerhin, wir haben eine Kirche. Wenn die Leute irgendwie Bedürfnisse haben, was das angeht, dann können sie die hier stillen. Und so sieht es auch gleich viel schöner aus. Hier mit unseren arbeitenden Mönchen, die sich über die Trauben freuen. Ist eigentlich erstaunlich, dass es drei Leute vollkommen ausreichen, diesen mega Weinberg zu betreuen. Oh Mann. Huch. Oh, wir dürfen wieder Krieg führen. Geil. Da freue ich mich doch. Gut, die Soldaten freuen sich dann vielleicht nicht so ganz, aber... So. Schauen wir doch mal. Hori, du darfst auch in den Krieg. Und Alain. Auf geht's. Zieht aus in den Kampf und macht uns reich. Genau das ist immer unsere Devise, wenn wir hier bei Foundation in den Krieg ziehen. Zieht in den Krieg und bringt Geld mit, bitte Leute. Bringt Geld mit. Oh Mann. Schon so ein bisschen traurig, oder? Wenn man sich das überlegt, dass wir hier so ganz, ganz ordentlich fett Kohle reinbringen und eigentlich nur deswegen diese Kriege machen, weil wir sind schon wieder pleite. Ah, echt. Irgendwie schaffe ich das nicht, bei diesem Spiel mal reich zu bleiben.
Wahrscheinlich sind auch unsere Unterhaltskosten inzwischen einfach zu hoch, um dauerhaft damit Spaß zu haben. Minus, oje, jetzt komme ich schon wieder ins Minus. Eieiei. Wird Zeit, dass wir den nächsten Wein produzieren und verkaufen. Oh, hier ist ja schon wieder Wein drin. Okay, cool. Es wird. Jetzt muss der ganze Kram nur verkauft werden. Genauer gesagt, er muss in die Taverne rein. Damit da auch ordentlich Geld rauskommt. Und ich glaube, hier kommt auch gerade schon die Transporteurin. Und nimmt ein bisschen Wein mit. Oh, das ist schön. Okay. Dann sind wir jetzt hoffentlich auch nicht mehr zu krass im Minus. Boah, wir sind immer noch im Minus, aber hey. So, jetzt stoppen wir hier mal die Einwanderung. Sonst wird das hier wieder sehr, sehr unkoordiniert mit der Wachserei. So, wie sieht's denn hier aus? Kommt genug Essen rum? Jo. Und hier wird auch verkauft. Das ist auch schon mal gut. So, wie sieht's hier aus? Wir haben Brot vorrätig. Das ist gut. Dann können wir rein theoretisch hier mal die nächsten Verkäufer einstellen. Damit die Leute hier auch ein bisschen glücklich werden. Und es fehlt uns noch jemand, der Klamotten verkauft. Okay. Ist aber jetzt nicht das Thema. Das schaffen wir schon. Immerhin, es kommt jetzt schon ein bisschen Geld mit den ganzen Kram rein. So, dann gucke ich doch mal, wie es jetzt hier mit meiner Kuhzucht aussieht. Ob wir hier genügend Käse produzieren. Oh, wir haben genügend Käse auf Vorrat. Das ist schön. Wird hier auch genügend Käse verkauft? Null Käse. Okay. Landet das jetzt alles in der Taverne? Oder was ist damit? Wir haben hier 100 Käse auf Vorrat und der wird nicht verkauft. Was ist das denn? Okay. Haben wir hier keinen Käseverkauf? Wisst ihr was? Ihr verkauft jetzt mal Käse. Wir haben so viel Käse. Das ist echt schlimm. Kumpel, hol dir doch mal hier so ein bisschen Käse. Wir haben offensichtlich Vorräte, die wir loswerden können. So wird das ja nichts mit dem Geld verdienen, Mensch. Echt jetzt? Ha, ich bin schockiert. So, was machst denn du gerade hier? Ich bereite mich auf die Arbeit vor, okay? Du könntest Käse holen. Oh ja, er holt Käse. Er legt ihn jetzt gerade auch hin, wie es ausschaut. Cool. Ein Brot verkauft? What the fuck? Ich glaube, das hat jetzt noch nicht gerafft, dass es hier eigentlich Zeug verkaufen soll. Dass es nicht mehr Brot ist, sondern Käse. Alter Schwede, okay. Das macht ja nichts. Aber jetzt werden wir zumindest den Käse mal los. Oh Mann. Nicht, dass der schlecht wird. Am Schluss hat man dann irgendwie ein Lagerhaus voll mit Käse, der dann irgendwie vor sich hinschimmelt. Das muss jetzt auch nicht sein. So, okay, der Käse darf hier angenommen werden. Aber wir müssen jetzt nicht immer den maximalen Lagerbestand haben, weil das funktioniert so nicht. So, 34 Käse. Also zumindest haben wir jetzt kein Käseproblem. Warum verkauft ihr hier eigentlich keinen Käse? Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ha. Das Zeug liegt doch direkt neben der Tür. Ich hoffe mal, er bringt mal welchen mit hier. Ich stecke fest, während ich zum Markt gehe. Okay. Wieso steckst du denn fest? Ha. Okay, er holt sich jetzt erstmal selbst für sich was zu essen. Weil er möchte unbedingt Brot haben. Und deswegen läuft er erstmal... Oh, Junge, echt jetzt? Läufst du hier wirklich bis ganz runter in die Stadt? Um dir Brot zu holen? Du bist schwierig. Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber okay. Ich verfolge den jetzt einfach mal weiter, um zu sehen, was er sonst noch so treibt. Jetzt geht er wahrscheinlich nach Hause, um irgendwie Wasser zu schlotzen oder so. Oder er bleibt jetzt ein bisschen Zeit zu Hause. Das könnte natürlich auch sein. Er möchte sich so ein bisschen entspannen. So Unterbringung und so. Und jetzt holt er sich... Okay, mal gucken, was er holt. Was nimmt er mit? Er steckt fest. Warum steckst du da fest? Das verstehe ich nicht.
kommst du nicht zu deinem Marktstand hin? Kann ja eigentlich nicht sein. Okay, mal gucken. Ist das hier zu... Oh, das ist vielleicht zu eng. Vielleicht kommt er hier gar nicht rein. Ist das hier der Käsestand? Habe ich zu eng gebaut? Oh, ich fürchte es fast. Shit. Okay. Das ist dann wieder so ein Ding, da muss man echt aufpassen. What the fuck? Ich wollte jetzt hier keine Hecke bauen. Steuerung linksklick und nochmal linksklick und nochmal linksklick. Und nochmal. So, dann bauen wir doch einfach mal hier etwas breiter. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier nicht irgendwie die ganze Zeit meinen Markt dadurch sabotiert habe, dass ich eine Mega-Hecke hingesetzt habe, die toll aussieht, aber die Leute daran gehindert hat, da reinzugehen. Und ich habe so fast den Eindruck, ja, jetzt steht er auch hier und er verkauft zwar noch nichts, aber immerhin, er kommt dahin. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, mal schauen, wer das jetzt ist. Ist das der hier? Ja. Okay, er bereitet sich auf die Arbeit vor. Okay, vielleicht kommt er ja jetzt zu seinem Stand und kann auch Zeug holen. Und er holt Käse. Okay. Er hat jetzt hier mega fett Käse geholt. Ja, okay. Also wir hatten wirklich die Hecke zu eng gebaut, wie es aussieht. Scheiße, echt. Oh Mann. Ist ja schon schlimm. Okay, gut. Haben wir wieder was gelernt. Wenn man die Hecke zu eng baut, dann kriegen die das offensichtlich nicht gebacken, sich da zu ihrem Markt zu begeben. Eieiei. Aber gut, daraus lernen wir ja immer. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir hier nicht permanent so ein bisschen unsere Lehren daraus ziehen, was hier so läuft. So, und ich setze mal hier unten noch ein bisschen Ziersträuchlein hin. Und hier. So. Vielleicht gibt das ja hier nochmal so einen kleinen Entwicklungspush bei den Leuten. Das wäre natürlich cool. Ich könnte natürlich auch meinen Steuereintreiber hier so ein bisschen aufhübschen. Wie wär's? Mit einem Zierbaum? Dann wirkt der nicht ganz so abweisend. Und hier könnten wir auch noch einen Baum hinsetzen. Oder hier hinten. Dass alles ein bisschen hübscher wird. Heieiei. Aber hey, hier kommt jetzt auch wieder Geld rein. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Man muss erstmal gucken, okay, woran könnte es klemmen, dass hier kein Geld rankommt. Und wenn die Märkte nichts verkaufen, obwohl wir eigentlich volle Lager haben, dann macht das natürlich erstmal nicht so viel Sinn. Schrägstrich, wir müssen uns überlegen, wo klemmt es denn gerade. So, wie viele Rohstoffe haben wir hier? 9? 7? Okay, damit dürfte diese Käserei ausgelastet sein. Und hier wurde gleich mal ein bisschen weiter ausgebaut, wie es ausschaut. Okay. Ja, kaum gibt es hier Käse, sind die Leute glücklich, ne? Immer der lecker Käse. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. So, mal gucken, wie sich das hier... Oh, voll leck. Okay, hier möchten die Leute offensichtlich ganz gerne wohnen, weil es hübsch ist. Finde ich gut. So, ich hoffe mal, dass das jetzt hier auch nicht zu eng ist. Wenn wir hier dann den nächsten hinsetzen. So, du darfst jetzt hier Beeren holen und Brot. Brot ist gut. Beeren hat irgendwie noch nicht geklappt diese Woche. Obwohl wir hier ordentliche Sammler haben. Was haben wir denn hier? Haben wir Vorräte? Ja, haben wir. Okay. Aber ich schätze mal, ich muss einfach noch die Brotproduktion auch ein bisschen hochziehen. Sonst haben unsere Leute irgendwann ein bisschen Hunger. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Oh, wo wurde denn hier ausgebaut? Mal gucken. Ah, hier oben. Okay. Ja, dieses Häuschen. Oh, das ist aber eine geile Aussicht von hier. Also direkt an der Küste. Kann man gleich mal rüber gucken. Ist doch hübsch. Also mir gefällt das. Ich könnte natürlich noch diese Insel hier kolonisieren.
Dann müssen wir hier natürlich eine Brücke rüberbauen, aber das ist ja nicht das Thema. Ha. Das fände ich natürlich auch irgendwie geil. So diese Brücke und hier vorne bauen wir dann die fette Festung, die dann hier über den Fjord irgendwie wacht. Och ja, ne? Man muss sich ja ein paar neue Projekte suchen. Zumindest geht es jetzt hier auch ein bisschen mit meinen Leuten voran. Also es fehlt jetzt nur noch ein Gebäude. Was fehlt denn hier noch? Werkzeuge und ein paar Steine. Aber das schaffen wir. Immerhin, wir haben hier schon einen Eingang. Ah, wir haben zwar hier erst nur das Gerüst, aber einen Eingang haben wir schon mal. Das ist doch geil. Also das ist jetzt nicht ganz so ideal. Oh, aber sie ist durch den Eingang hier reingelaufen. Das ist auch nicht schlecht. Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Hm. Wobei, ich glaube, ich setze hier auch schon mal so ein bisschen, bisschen Verzierung. Dann ist die fertig, wenn das Haus baut. Also wenn das Haus fertiggestellt ist. So, eins hier und ein Ziersträuchlein zwischendran. Boah, gefällt mir. Das wird hübsch. Ach ja, nee, ich mag das eigentlich, wenn man so neue Gebiete irgendwie erschließen kann. So, wo ist das nächste Wohnhaus? Oh, hier wurde gleich auch noch eins hingebaut. Alter. Okay, Leute, es gefällt euch offensichtlich hier. Aber es ist auch eine tolle Wohnlage, muss man schon mal sagen. Also, man könnte schlechter wohnen, so insgesamt. So, gucken wir mal, wie sieht das hier mit dem Aufforstungsgebiet aus. Ich glaube, unsere Försterin kommt auch ganz gut voran. Oh. Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir hier einen totalen Mangel an Bäumen, die man irgendwie abholzen kann. Oh. Sieht außerdem ein bisschen hübscher aus, wenn hier so ein paar Bäume sind. Und nicht der totale Kahlschlag regiert. Dürfen die Leute hier noch ein bisschen durch den Wald laufen. Solange hier keine Räuber rumsitzen, ist alles gut. Ach ja, doch. Es gefällt mir. So, schauen wir mal, wie der Markt läuft. Das hier läuft. Wir haben hier auch offensichtlich genügend Warenversorgung. Okay, cool. Honig braucht man jetzt noch keinen. Also ich denke mal, das funktioniert ganz brauchbar. Wir brauchen nur wahrscheinlich demnächst eine neue Käserei und neue Käseproduktion. Bin ich mal gespannt, wo wir die am besten hinpacken. Vielleicht hier hinten. Das wäre natürlich eine Idee. Wenn wir hier noch einen Bauernhof hinsetzen und ein bisschen Käseproduktion halt hier im etwas flacheren Land. Das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, mal schauen. Oder ich hole mir halt das Ding hier noch dazu und wir bauen hier erstmal unseren ganzen Weizenkram hin. Hm, das ist auch ein Gedanke. Ja, warum nicht? Aber das machen wir dann in der nächsten, übernächsten und überübernächsten Folge, ihr Lieben. Macht es gut, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß bei dem Ausbau hier von Großplanken. Und wenn ihr Bock auf Foundation habt, schaut doch einfach mal in den Discord-Server der Entwickler. Jedes Mal, wenn ich hier irgendwie unterwegs bin, bin ich ja sehr versucht, dafür ein bisschen Werbung zu machen. Aber ich mache es meistens nicht, weil ich es vergesse. Es sind ganz liebe Leute. Wenn ihr irgendwelche super Vorschläge für das Spiel habt, da passen sie prima hin. Alternativ freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bei mir im Discord reinschaut und wir ein bisschen quatschen können. Link dazu findet sich auf jeden Fall unter jedem Video. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.